Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Call of Duty Vanguard. Falls ihr Katzengejaule hört oder Katzengeschrei, nicht wundern, sie sind heute den ganzen Tag irgendwie nicht ganz fit. Aber irgendwie muss es weitergehen. Okay. Ich glaube, ich muss einmal kurz pausieren. So, weiter geht's. Einmal ein neues Spiel gestartet Achtung, ein aufgrund Leuchtsignal! von Gut, wir durchsuchen alles. Absturz. Aber ja, egal. Mal schauen, was hier so Schönes rumliegt. Nichts Cooles. Mal weiter gucken. Einmal. Ich habe was gefunden. Du kannst Deutsch? Etwas? Das war ja klar. Einer von Rommels Offizieren kam wohl auf dem Weg zu einem Lager hier durch. Weiß nicht, was für eins. Die Symbole sagen mir nichts. Dann sehen wir es uns an. Das war gerade ein deutsches Signal. Mehr könnten kommen. Nein, wir gehen zur Basis. Melden es dem Major. Wir können nichts melden, wenn wir nichts wissen. Wäre keine gute Kriegsführung, Jacobs. Gut. Wir sehen nach. Diesmal sind wir aber leise. Ja, mal schauen, wie leise wir wirklich Fahrzeug sind. durch. Ich bezweifle ja, dass es leise von sich geht. Los jetzt, Land Oh, ein. schön. Okay. Da auch. Lukas, kommst du? Die Straße sollte direkt zum Lager führen. Ups. So wollte ich das nicht. Ja, voll in die Krautfrischerei. Weg von der Straße, bevor sie uns sehen. Zu den Ruinen. Los, los. Sie haben das Leuchtsignal gesehen. Das Leuchten am Horizont muss das deutsche Lager sein. Wir müssen von der Straße runter. Durch die Wüste. So, dann laufen wir mal durch die Wüste. In Deckung mit dir, schnell!
So, weiter geht's. Ja, ihr wisst ja von den letzten Folgen, wenn's leise sein soll, dann bin ich leise. Scheiße, noch ein Panzer! Versteckt euch im Haus! Jetzt los! Wir haben irgendwas vor. Ja. Was soll der Scheiß? Pass auf, wohin du schießt! Ja. Schon alle Weihnachtsgeschenke für eure Liebe eingekauft oder sei das so wie ich so 2 Tage vorher bestelle oder irgendwo hinlaufe, irgendwas Kleines hole und denke, mal wieder nur Scheißdreck. Dann geht's hier mal weiter. Wir haben noch 12 Meter. Ich brauche einen Drink. Na, dann frag doch deinen Freund Hamsch. Der hat genug. Was? Was? Schwiebers aus einem Flachmann gekriegt? Da ist bestimmt genug da. Der nippt doch nur. Wenn ich den Flachmann hier in die Finger kriege, dann schmeiß ich eine Runde, Leute. Warte mal. Da vorne schlecht. Ich schätze, wir haben das deutsche Lager gefunden.
Wo sind die denn alle? Wahrscheinlich suchen sie gerade nach uns. Was ist denn das? Okay. Sieh mal. Ich glaube, der linke Kerl ist Rommel. Mal schauen. Ernsthaft? Wir sammeln Informationen. Könnte dir auch nicht schaden, Private. Sehr witzig. Stöbert ihr nur. Wisst ihr, was ich sehe? Ich sehe da draußen Zeug, das wir hochjagen können. Na, was fällt euch beiden dazu ein? Also, wir sollten die Scheiße hochjagen. Also das nenne ich mal reichlich Ziele. Fuhrpark zur Linken. Okay. Munitionslager geradeaus. Und rechts ein Treibstofflager, das nur auf ein Streichholz wartet. Gut. Okay, los geht's. So, dann... Warum habe ich jetzt schon wieder ein Schwarzbild? Weil Microsoft mich liebt. Ah, da ist's. So. Letzter Kontrollpunkt und los geht's. Mal hoffe, dass es diesmal länger hält. Also mittlerweile nervt es ein bisschen. Das ist jedes Mal abkackt. Okay. So, weiter geht's. Ich glaube, ich muss hier noch mal rein. Noch in der Wand? Hoffentlich. Natürlich nicht. Jetzt mal hoffe, dass ich diesmal schnell genug bin. Wow.
immer noch nicht. Alter. Ich bin doch schon auf dem Weg. Entschuldigung, dass ich nach Munition noch schaue. Platziert drin eine Ladung, Lukas! Habe ich doch gerade. So. Das war brillant, Lukas. Ah, nicht zu fassen. Tja, Jacobs, von den Ratten kannst du noch was lernen. So. Munition auffülle. Und dann geht's weiter. Moment. Hört ihr das, Leute? Ein Flugzeug! Schießt den Deppen ab, solange er uns noch sucht! Schieß den Pisser vom Himmel! Geschütz, so ein scheiß Geschütz. Schuss, Lukas! Scheiße! Das sind Kraftfresser auf der Straße! Sie bewegen sich! Weitbewegung! Voraus! Wir wurden gesperrt! Ego! MG! Lenz und Truppen! Ein dickes Maschinengewehr! Sie sind aus der Deckung! Erste Linie!
So, weiter geht's. Da kommen sie! Der Scooter kommt zurück! Vorsicht! Kommt er! Da kommt er wieder! Schieß ihn ab! Ich hab ihn im Visier! Der Stuka ist schwer beschädigt! Okay, dann mal schauen, wo er landet. Au. An der Küste italienisch-libyens hatten ein australischer Private und eine Truppe Ratten Rommel ein blaues Auge verpasst. Ihre Taten hätten ihnen Orden einbringen sollen und vielleicht einen Hauch Respekt. Hams sah das anders. Ihre Belohnung war der Knast. Richter hingegen schien nur Rommels Verbindung zu Friesinger zu interessieren. Dieser Idiot hörte Lukas so lange zu, wie es für uns nötig war. Tunnel. Was war der Rest? Wir haben wenig Zeit. Sag mir, was wollte Friesinger von Rommel? Ich dachte, dich interessiert unser Team. Antworte mir oder die Abmachung platzt. Okay, okay. Mach dir nicht ins Hemdchen. Lukas trug auf, so dick es ging. Er musste Richter nur die Lügen auftischen, die der Nazi sich bereits selbst erzählt hatte. So war das Dritte Reich. Ihre Realität war nur Illusion. Man könnte meinen, es hätte Lukas eines Wunders bedurft, das durchzuziehen. Aber er war wie ein Magnet für diese Art von Glück. Der Blitz schlägt bekanntlich nicht zweimal ein. Dennoch fand sich Lukas erst in Tobruk und dann in El Alamein wieder. Die Welt wusste vom Sieg der Alliierten in Nordafrika. Der kam aber nicht durch britische Kommandanten oder mächtige Panzer. Lukas kannte die wahre Geschichte und Richter verschlang sie. Heute stürmen wir das Tor zur Hölle. Zur Verteidigung Englands. Für Freiheit und unsere Art zu leben. Koste es, was es wolle. Ja. Also, Helms geht ja heute echt einer ab.
wittert wohl eine Beförderung. Nach all den Infos, die der Wichser von uns gekriegt hat, ist das der Plan, der ihm einfällt? Keine Chance, dass das funktioniert. Was sagt er, Jacobs? Oh, er bedankt sich bei dir und Des persönlich für euren Einsatz. Ach, leck mich. Für König und Vaterland. Es ist immer König und Vaterland. Hä? Ist es das, was ich glaube? Wo hast du den denn her? Lock einfach so rum. Ach, wenn er dich damit erwischt, bist du tot. Doch, denke ich. Ich mach mal ganz kurz Pause. Bis gleich. So. Wie ihr wisst, beende ich jetzt diese Aufnahme für heute und wir sehen uns beim nächsten Video.